Der Club Talk exklusiv auf Frankenfernsehen und CFTV. Alle Neuigkeiten vom 1. FC Nürnberg. Gute Unterhaltung und viel Spaß. Ja, Dennis Bukowski, vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit nimmst. Gehen wir erstmal einen kurzen Schritt zurück in die Vergangenheit, und zwar, um genau zu sein, 5 Tage zum Spiel in Düsseldorf. 1:3 verloren. Wie ärgerlich war die Niederlage? Ja, also für uns natürlich, wenn man sich die zweite Halbzeit anschaut von uns, sehr ärgerlich. Ich denke, es wäre schon verdient gewesen, hätten wir da was mitgenommen. Das müssen wir dann am Ende einfach besser verteidigen, einen Punkt mitnehmen in Düsseldorf und für uns wirklich schon ärgerlich, weil wir echt gut gespielt haben, meiner Meinung nach. Was wurde jetzt konkret im Training erarbeitet, um gewisse Mechanismen vielleicht wieder greifen zu lassen, gleichzeitig aber auch Fehler abzustellen, Fehler zu minimieren, um schnell wieder in die Erfolgsspur zurückzuführen? Ja, ich denke, wir haben sehr viel mit dem Ball trainiert, sehr viele Umschaltaktionen gehabt, dass wir uns einfach mehr Torchancen erarbeiten. Da geht es dann einfach im vorderen Drittel einfach mehr darum, gefährlicher einfach auch zu sein. Und ich denke, das haben wir im Großteil trainiert, ja. Wie schätzt du die Lage allgemein ein aktuell? So viel Abstand nach unten ist es im Moment nicht mehr. Wie gehst du mit der Situation um? Ja, natürlich. Also wir wissen, dass wir dann schon darauf gucken müssen, aber wir haben jetzt ein wichtiges Spiel gegen Osnabrück vor uns und wir schauen von Spiel zu Spiel trotzdem, um uns einfach dann weiterzuentwickeln und wie gesagt, das Spiel jetzt am Wochenende wird sehr wichtig für uns. Nach dem Spiel Osnabrück steht schon das Derby an. Schon mal ein bisschen was über das Derby gehört. Bock drauf? Ja, auf jeden Fall Bock. Also ich habe vom Hinspiel mal geguckt und ich glaube, hier in Nürnberg ist das schon sehr, sehr, also für die Fans sehr, sehr wichtig und da geht es schon um viel und ich habe schon Bock drauf, ja. Schon komisch für dich, bisher gekommen nach Nürnberg, hast du das Max-Morlock-Stadion noch nie mit Zuschauern erlebt. Ist das etwas, auf das du dich dann auch sehr freust, wenn es endlich mal wieder irgendwann soweit ist? Definitiv, also die Fans sind schon sehr, sehr, schon sehr, sehr geile Fans und ich habe auch schon gesagt, wo ich hergekommen bin, dass es mich schon, dass ich mich darauf freue, wenn ich von einem vollen Stadion spielen könnte und ich hoffe einfach, dass es zeitnah klappt, vielleicht in einem vollen Stadion dann hier in Nürnberg zu spielen. Kommen wir mal zu dir persönlich, zu deiner eigenen Person. Wie fühlst du dich so nach dem Wechsel jetzt in Nürnberg? Auch da natürlich Corona-bedingt, ist es nicht allzu einfach, viel von der Stadt zu sehen. Was hast du schon gesehen? Ja, erstmal, also ich fühle mich sehr, sehr wohl. Ich fühle mich Tag zu Tag immer angekommener in der Mannschaft und von der Stadt. Ja, ich war jetzt gestern mal mit einem Kumpel in der Stadt kurz gewesen. Viel habe ich noch nicht gesehen, aber ist das, was ich gesehen habe, auch schön. Schon mal oben auf der Burg gewesen? Nee, war ich noch nicht. Nee. Aber mache ich noch im Sommer dann wahrscheinlich. Sehr gut. Haben sich deine Erwartungen erfüllt mit deinem Wechsel nach Nürnberg? Ja, bis jetzt für mich persönlich auf jeden Fall, muss ich sagen. Für mich war es halt echt wichtig, dass ich spiele, weil man darf nicht vergessen, dass ich sehr, sehr lange kein Spiel gemacht hatte. Und das war für mich persönlich halt am wichtigsten. Und die Entwicklung, die ich jetzt hier schon in den ersten Spielen gemacht habe, ist für mich schon sehr, sehr positiv und deswegen kann man das schon so sagen, dass ich mit mir zufrieden bin, persönlich. Spannen wir nochmal wieder den Bogen weg von dir persönlich hin zur sportlichen Situation und zur Mannschaft. Woran glaubst du, liegt es, dass die Mannschaft immer mal wieder der ein oder anderen Schwankung unterliegt? Ja, ich denke einfach, dass wir in ein paar Spielen einfach nicht so das Glück bei uns gehabt haben. Das Matchglück dann, das uns gefehlt hat und einfach so der letzte Punch im Spiel, wo wir dann ein paar Aktionen hatten, die nicht so gut waren jetzt gegen Düsseldorf, dass die Aktion vom 2-1, dass wir einfach besser verteidigen müssen, was dann dazu führt, dass wir halt ein Gegentor bekommen. Würde das nicht fallen, zum Beispiel in dem Spiel jetzt, dann
denke ich, kann das Spiel auch ganz anders ausgehen. Und ja, das müssen wir einfach versuchen, jetzt besser zu machen, vor allem gegen Osnabrück jetzt am Wochenende. Dennis, du sprichst es an. Der nächste Gegner heißt Osnabrück. Damit auch schon die letzte Frage. Die haben in letzter Zeit nicht so performt, wie sie sich das sicherlich selber vorgestellt haben. Was kommt da für ein Gegner auf den ersten FC Nürnberg zu? Ja, ist natürlich auch ein Gegner, der die Punkte sehr dringend braucht, denke ich. Ja, ich denke, wir erwarten eine Mannschaft, die ja, vielleicht uns mehr den Ball überlässt. Dadurch ergibt sich die Chance, dass wir uns halt ja, mehr Torchancen vielleicht rausspielen können. Aber ich denke, es wird ein hartes Spiel für uns. Wir müssen uns da reinkämpfen und ja, ich denke, wir versuchen dann natürlich alles, um das Spiel zu gewinnen. Das wäre für uns natürlich extrem wichtig. Ein schönes Schlusswort. Dennis Borkowski, vielen Dank für das Interview. Danke, gerne.